Ja, schönen guten Mendel, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Jetzt schon zum dritten Mal. Beim ersten Mal hat's geklingelt. Beim zweiten Mal hat sich hier Alex Ding hier Fliesen gemeldet. Mein Timer wäre fertig. Ja, wir fangen ja aber nochmal an. Bin ja nicht Reini. Der Timer war natürlich für das Gefrierfach. Meine Nussecke war kalt, sagte. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Ich ziehe sie trotzdem mal raus. So. Wir gehen weiter, Leute. Der nächste Teil. Reini gegen. Oder mit unserem geliebten Regenbogenschaf. Mit dem Ehrenmann Regenbogenschaf. Für mich immer noch einer der besten, wenn nicht der beste im Game. Ja. Großartig. Wir sind jetzt, wir hatten beim letzten Mal hier einen kleinen Coitus Interruptus. Wir haben aufgehört, beziehungsweise ich habe aufgehört, ich musste aufhören. Wir gehen ziemlich genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe ein paar Sekunden zurückgespult. Neuigkeiten muss ich euch jetzt wahrscheinlich nicht groß erzählen, was alles passiert. Nee. Wer weiß, wann ihr euch das hier anguckt. Ich hoffe ja, das geht so ein bisschen in die Annalen des Games ein. Die kommentierte Version dieses wunderschönen Discord-Mitschnittes. Ja, vielleicht guckt ihr das jetzt in ein oder zwei Monaten an. Ich würde mich freuen. Wir haben gerade Juni. Anfang Juni. Erste Juniwoche. Jetzt aber genug von Juni. Ich würde sagen, Leute, was soll man rausreden? Ich hoffe, ihr habt den letzten Teil gesehen. Dann wisst ihr noch, worum es geht. Falls nicht, schaut euch doch am besten die letzten drei Teile an. Ja. Ich würde sagen, wie geht... Ne, ich mach erstmal hier Ding. So. Ne? Arni. Gib dir ein bisschen Mühe hier, du Dulli. Der ist aber wirklich... Ne, der Arni, der wird schwer nachlässig. Ehrlich. Der wird ganz schwer nachlässig. Können wir ihm nicht durchgehen lassen. Leute, wir gehen rein in das Gespräch. Wie auch immer. Das ist auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich habe dir auch viel zu verdanken, muss ich auch sagen. Also... Mein Kanal wurde ja auch recht groß durch dich sozusagen, ja. Aber ja. Ja, ein bisschen hat er da natürlich recht. Ne, das heißt ja immer, an Reini hochziehen und so weiter. Ein bisschen hat er da natürlich recht, auch wenn er es natürlich ironisch meint. Aber das stimmt schon ein bisschen. Ne? Ohne Reini hätten wir uns alle nicht kennengelernt. Ohne Reini wäre mein Kanal auch nicht der, der jetzt ist. Ja, da können wir eigentlich nichts gegen sagen. Das stimmt schon irgendwie. Den Punkt müssen wir ihm geben. Plus 5 Punkte für Reini. Hätte ich damals nicht darauf reagiert oder so, wäre das vielleicht nicht dazu gekommen. Ja, aber ich meine, ich habe auch sehr viel dafür getan, dass du natürlich bekannt geworden bist, ne? Auch das stimmt. Natürlich sind wir etwas bekannter wegen Reini, das ist richtig. Er natürlich aber auch wegen uns. Ne? Das ist so eine Symbiose. Ein schönes Wort, oder? Symbiose. Das mag ich. Kann auch ja, sagen. Das hat sich hat er ein wenig ineinander gegriffen, das ist alles. Also, dass er das aber jetzt nicht einfach so ja sagen kann, da sagt er, das hat ein wenig ineinander gegriffen, das ist alles. Anstatt einfach zu sagen, ja, das stimmt, durch den Beef mit dir bin ich auch ein bisschen bekannter geworden, na klar. Aber er sagt natürlich hier, ohne mich wärst du gar nichts und ohne dich wäre ich trotzdem hier, wo ich bin, mehr oder weniger. Er kann das nicht einfach zugeben. Das ist eine Charakterschwäche, würde ich sagen. Und Lü und so, das sind ja schon. Naja, das ist aber Bindungen alles andere. Das ist aber alles andere als Ding. Das ist aber alles andere als was, womit man sich brüsten sollte, wenn du mich fragst. Natürlich, aber ich meine, ich sag dir, bestimmt kennen mehr Leute Lü als. Alt? Skür. Keine Ahnung. Drachenlord. Ich würde nicht. Nee, glaube ich nicht. Da kennen mehr Leute Reiner als Lülülü, aber ich glaube, es kennen, wenn man es vorspielt, seine Song, kennen mehr Leute Lülülü als zum Beispiel, Skrskö nicht mal unbedingt. Das war ein Song, der ging schon ein bisschen ins Ohr, muss man ihm geben. Aber was ich nehme, war Ulu oder Barrenkrieg oder so. Glaube ich schon, im Endeffekt. Nee, glaube ich nicht tatsächlich, weil ich werde mittlerweile eigentlich gar nicht mehr auf Lülülü oder so angesprochen. Das hat sich mittlerweile total verloren. Echt? Ja. Aber früher so hätte ich, glaube ich, schon also gesagt, es gibt schon.
Ja, zeitlang vielleicht war es sehr populär, aber vor allem zu der Zeit, als ich auf YouNow angefangen habe. Aber das hat sich so verloren mittlerweile. Es kommt schon noch ab und zu mal vor, aber ich weiß nicht, ich habe in meinem letzten Stream vielleicht, und ich schmück es jetzt schon ein wenig ehrlich aus, ich glaube 10 Mal oder was, Lüge lesen oder Lügen. Das waren aber auch 10-mal. Ups, hallo, was ist hier los? Das waren aber auch, wenn er 10-mal die Lüge gelesen hat, ist es halt 10-mal mehr als positive Nachrichten, die in dem Stream waren. Lord. Ja gut, jetzt aktuell, klar, aber also an sich würde ich schon sagen, ich glaube, deine Bekanntheit ist schon ein großer Verdienst von mir. Aber ich finde es auch okay, ich habe da nichts dagegen. Da hat er absolut recht. Also. Ohne RBS da hat Rainer ja angefangen, dieses Berufsopfer zu werden. Ne? Er ist ja von Beruf Opfer, meiner Meinung nach. Ne? Das versucht er auszuschlachten. Man hat das in vielen Zeitungsartikeln gelesen. Ja, ich konnte nicht nur Let's Plays machen, die wurden schlecht geklickt. Wenn ich mich aufrege, wird es mehr geklickt. Das heißt, er hat sich natürlich aufgeregt mit Absicht, damit er mehr Klicks bekommt und mehr Geld verdient. Also ist das schon so, dass er durch RBS und auch durch die anderen Leute, ja, dass er auch dadurch bekannt geworden ist. Ja, was heißt großer Verdienst? Wie gesagt, das ist halt allerdings so Sache, die halt allerdings so hin und her geht. Was ich aber gar nicht verstanden habe, du sagst immer, dass dieses Traut euch, kommt zu mir Video, ne, dass du das so schnell gelöscht hast, aber das bin Das ich mir war zehn ganz Minuten, das sicher, war keine 10 Minuten online. das war War es ganz nicht. lang online. Das war keine 10 Minuten online. Nicht auf meinem Kanal. Nicht auf. Das ist auch, was Rainer nie müde wird zu wiederholen, was auch nicht wirklich stimmt. Das Video war doch länger online als 10 Minuten. Manchmal erzählt er nur 10 Sekunden, mal erzählt er 5 Minuten, mal 10 Minuten. Es war doch länger online. Original. Echt? Weil ich habe das, glaube ich, gesehen. Da hab so um den Dreh rum habe ich angefangen, quasi dich zu kennenzulernen. Und Gut die Kurve gekriegt. Ich habe da angefangen, dich zu kennenzulernen. Schön die Kurve gekriegt. habe ich es noch einigen Leuten gezeigt, so. Und ja. Das war aber dann mit Sicherheit nicht mehr das Original. Also das Original auf meinem Kanal, das war. Das Original auf meinem Kanal, das war 10 Minuten, nicht mal 10 Minuten online. Warum löscht du eigentlich immer so viele Videos? Also klar, das ist jetzt okay, aber wenn du ganz viele Videos hättest, würdest du doch viel mehr Klicks bekommen. Verstehe ich gar nicht. Warum löscht du Es das gibt immer? Sachen, zu denen ich irgendwann nicht mehr stehen konnte, die ich einfach nicht mehr gut fand, die ich einfach von vornherein, ja, die einfach nicht mehr gepasst haben, die ich so nicht mehr wollte. Und deswegen. Ja. Geschickt halt teilweise. Hier muss ich zum Beispiel sagen, weil er immer noch erzählt, er ist der große Mettler. Warum sind seine Headbang-Videos nicht mehr online? Steht er nicht mehr hinter dem Headbangen? Steht er da nicht mehr hinter? Aber zu diesen ganzen Sachen wie Nacktbilder und so, da braucht man an sich, also da stehst du weiterhin dazu. Das siehst du, hast du keine Einsicht. Da bist du immer noch. Was heißt Einsicht? In Ich meine, welcher dass du die Hinsicht Einsicht? schickst Leuten, das ist schon heftig. Habe. Das mache ich ja nicht mehr. Hier ein kleiner Funfact, was wir ja wissen. Er hat das zu einem zweiten Berufszweig von sich selbst ausgebaut. Ne? Er hat es natürlich immer weiter geschickt. Leute, das ist bewiesen. Wir haben die Cola-Bärchen-Dinger auf Roxaus Kanal und so weiter. Es ist natürlich weiter passiert. Na gut, jetzt mit Ja, deiner, was, und in was Anführungszeichen, heißt Leute Freundin. schick? Es ist ja nicht so, dass ich das irgendwelchen wildfremden Leuten schick. Das sind halt alles immer Leute gewesen, mit denen ich geschrieben habe oder so. Trotzdem kamen diese Bilder ungefragt. Missy, ich schreibe auch mit ein paar Leuten. Ja, wie ihr alle. Wir alle machen das. So, trotzdem schicken wir nicht ungefragt irgendwelche Bildchen, auf denen wir ungekleidet sind. Nee. Oder später dann, wo dann auch was veröffentlicht wurde. Bin ich nochmal ganz so vorsichtig damit umgegangen, klar. Aber als er schon im Umlauf war, haben wir gedacht, ja, YOLO, scheiß drauf. Ja, YOLO halt. Naja, YOLO in dem Sinne ja wirklich, man lebt nur einmal. Ja. Wie auch immer, jedenfalls bin ich dann halt irgendwann, habe ich dann klar, zeitlang nicht mehr so drauf reagiert. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich
abgesehen von irgendwelchen Foren, in denen man mit Leuten sich trifft oder so und schreibt, was ich ja mittlerweile auch schon seit Ewigkeiten immer mache, weil ja Freundin, habe ich auf und mal wieder, auf jeden Fall das auch nur Leuten geschickt, mit denen ich halt geschrieben habe und so. Ja gut, aber also gerade so Badoo und solche Sachen so, also... Ja, Badoo war ich, glaube ich, ja nie. Oder zumindest sagt mir der Name nur irgendwas, aber... Ich glaube, ich war da nie. Zwinker, zwinker. Ja, oder was war... Da gab es so viele Sachen. Knuddels war ich ja angeblich auch, das war ich auch nie. Doch, hast du ein paar Mal gesagt, dass du da warst. Natürlich war er da. Ja. Das ist alles bewiesen. Ja. Habe ich nur mitgekriegt. Ich war eigentlich nur auf ein paar wenigen Seiten tatsächlich. Nicht mal auf ansatzweise so vielen Seiten, wie Leute immer geglaubt haben. Ja, aber Fun Fact, ohne Spaß. Also ich muss sagen, das habe ich nie verstanden bei dir. Das war so... Was, dass ich sowas mache oder was? Ja, dass du das so auch so... Naja, also die Sache ist ja... Die, weißt du, diese Wix-Videos zum Beispiel. Das habe ich anfangs. Das ist ja auch alles eigentlich nur an eine einzige Person gegangen, die es dann veröffentlicht hat. Ja, Rainer, aber diese Person wollte diese Videos nicht. Ja. Und das war auch dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mir schon gedacht habe, YOLO, da war es ja auch schon zu spät eigentlich, da haben wir gedacht, ja gut, drauf geschissen. Ja, diese Person hat es veröffentlicht, dann kann ich ja weiter Videos überall hinschicken, wer es nicht sehen möchte. Das macht Sinn. Die richtige Einstellung, hä? Zwinker. Oder drauf kriegst in dem Fall sozusagen. Aha. Wie auch immer, jedenfalls. Die Sache ist ja auch, die theoretisch gesehen hätte ich das auch und zum Großteil auch erfolgreich ja verdingsen können. Veröffentlichen vor. Nee, verleugnen hätte ich das ja auch können. Wie wollte er das denn erfolgreich verleugnen? Seine Aussage. Erfolgreich verleugnen. Nee, das ging nicht. Wie hätte er das machen sollen? Die Videos waren ja da. Man hat seine Bude im Hintergrund gesehen. Man hat ja, ne, er hat noch was dazu gesagt manchmal, während er das Würmchen gestreichelt hat. So, wie hätte er das denn erfolgreich leugnen können? Also, nee. Aber ich habe mir damals gedacht, ist eigentlich auch jetzt egal. Also mir keinen großen Kopf drüber mehr gemacht und dann war es mal wurscht. Stimmt eigentlich, du hättest... Die hätte ich größtenteils eigentlich verleugnen können, weil man hat ja eigentlich nichts gesehen. Ja, also, man hat schon erkannt, wer das war. So, es gibt genug dicke... Das Lustige ist ja, das ist jetzt auch mal ein Funfact in dem Sinne. Lustig, dass Rainer jetzt ein Funfact bringen will. Wir kennen zum Beispiel Rainers Finger. Wir kennen mittlerweile auch Rainers andere Regionen des Körpers. Wir kennen seine Stimme, den Hintergrund und so weiter, das hätte niemand leugnen können einfach. Das geht nicht. Und das hat er damals auch schon bei Herrn Newstime gesagt. Ne? Als Herr Newstime über etwas berichtet hat, da hat Rainer gesagt, ja, hätte der das jetzt nicht gesagt, hätte ich das auch einfach leugnen können. Dann hätte ich das schon irgendwie anders verkauft. Da hat er wirklich im Livestream mal gesagt im Endeffekt, ja, wenn der das nicht gesagt hätte, auf Deutsch übersetzt, dann hätte ich euch einfach angelogen und hätte gesagt, das stimmt nicht. Das hat er einfach so rausgehauen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Schwierig. Ja. Es gab ja solche Bilder schon vorher, bevor ich überhaupt irgendjemanden was in die Richtung geschickt habe. Gab es schon, aber nicht meine, nicht original. Haben ja Leute auch schon angefangen, sowas zu machen. So. Zum Beispiel so ein Bild, wo ich auf der Couch liege, so fett und nackt. Das bin ich gar nicht gewesen. Das ist einfach irgendjemand, der das verarbeitet hat. Ist so. Die Verarbeitung müsste sehr, sehr gut sein. So. Na gut. Und das gab es schon lange vorher. Ja, Photoshop und GIMP macht halt alles möglich, ne? Ja, Loco. Ja, und wie gesagt, ich hätte das damals erfolgreich... Die ersten Bilder, die ich gehabt habe, die hätte ich erfolgreich verleugnen können. Und das einfach nur deswegen... Das heißt jetzt wirklich, er sagt, er hätte lügen können. Ne? Er gibt ja zu, dass die Bilder da waren und von sich sind. Und er sagt dann auf Deutsch, ja, ich hätte einfach lügen können. So, das ist seine Argumentation, dass er hätte lügen können. Naja, erinnert euch noch an den ersten Teil, ja? Man soll ihn aber nicht Lügner nennen, bitte. Weil man hat nichts gesehen. Man hat nur den Schwanz gesehen
und halt ein bisschen was so an der Hose an der Seite. Aber das hätte jeder sein können. Es war ja nichts. Ja. Es war ja kein Gesicht und nichts dabei. Und es war. Das hätte nicht jeder sein können. Ja? Nicht jeder muss erst den Schinken wegdrücken, damit er ins Würmchen kommt. Sagen wir mal ganz ehrlich. War auch nichts von der Seite oder so dabei. Aber also, ey, was sagst du eigentlich dazu, zu diesen ganzen Skandalen auf YouNow? Du bist ja eigentlich mittlerweile mehr YouNow als YouTuber, kann man sagen. Und das hört Rainer gar nicht gerne. Natürlich stimmt das. Ne, er war nur auf YouNow. Nur. Und trotzdem behauptet er weiter steif und fest, dass er YouTuber wäre. Das hört er gar nicht gerne, wenn jemand sagt, du warst ja eher YouNower. War das auf YouNow so viele, so viel Pedo-Skandale und alle möglichen Scheiße? Davon distanziere ich mich ja. Das sage ich ja auch in meinen Streams immer. Ja. Ich distanziere mich davon definitiv. Und werde, sobald das mit der neuen Plattform dann funktioniert und in der Hoffnung, dass es dann, also das werde ich mir am Anfang, werde ich es mir zeitlang anschauen. Weil ich was, kann kommt da eine neue Plattform oder wie? Klar. Ich kann ja dann mit meinem kompletten Account auch die neue Plattform wechseln, wenn ich möchte. Okay, und das machst du dann auch, oder? Nee, ich werde mir das anfangs anschauen, ob sich das da, ob da was verbessert ist. Ich werde anfangs also erstmal da und auf YouNow streamen oder halt mal so im Wechsel mal gucken. Und muss halt mal schauen, wie ich das am schlauesten anstelle. Keine Ahnung. Hier hat RBS natürlich recht. Und Rainer finde ich auch, dass. Dabei gesagt, dieses Pedo-Verhalten und so weiter, da macht man sich drüber lustig, dass er mal die Hose runtergelassen hat, während er irgendwo ein Kind im Auto gesessen hat, das er dann nicht gesehen hat. Wir triggern ihn natürlich sehr gerne. Ich glaube aber nicht, dass er solche Veranlagungen hat, bin ich ganz ehrlich. Also so ein Mensch ist er nicht. Ne? Wir dichten ihm schon viel Böses an, sage ich mal, aber das wäre zu viel. Das glaube ich nicht, dass Rainer so veranlagt ist. Möchte ich mir auch gar nicht unterstellen, dafür ist das Thema zu ernst, finde ich. Allerdings hat man schon öfter gesehen, dass Rainer in den YouNow-Streams YouNow ein Ultimatum setzt. Wie zum Beispiel. Immer wenn ich streame, soll hier ein Moderator reinkommen und der muss das machen, was ich sage. Sonst gehe ich weg. Aber es wurde niemals das Ultimatum gestellt, dass solche Personen, die wirklich so Pedos sind und so weiter, dass die gelöscht gehören. Solche Statements kamen von ihm nie. Und da hätte ich gesagt gehabt, die wären richtig und wichtig gewesen. Und die hätte ich mir auch angerechnet. Aber es kamen nur Statements von, ja, wenn hier nicht immer ein Moderator reinkommt, wenn ich online komme, dann bin ich hier bald weg. Da kam nie sowas wie, hier, jetzt müssen sich mal Leute um den Yandablau und so weiter, wie sie alle heißen, keine Ahnung. Da waren ja anscheinend mehr auf dieser Seite unterwegs. Da wurde ja auch richtig aufgeräumt dann. Von außerhalb, ne? Nicht von YouNow, sondern von außerhalb. Aus NWO-Kreisen und so weiter. Die haben da richtig aufgeräumt. Ey, da kann man nichts gegen sagen. Die haben wirklich alles aufgedeckt da. Absolute Ehre geht raus. Aber von Rainer kam so ein Statement nie. Und dann werde ich mir das auf YouNow auf der neuen Plattform mal anschauen, wie das laufen wird. Und wenn es dann da besser ist, was die Moderation des Kanals und des Channels und des Chats und so angeht und generell, wie auch dann die Leute, die da sind, streamen und so weiter, wenn es dann im Verhältnis zu YouNow besser wird, dann werde ich komplett auf die Plattform wechseln. Ansonsten kann ich auch auf YouNow bleiben. Ich distanziere mich ja nach wie vor von solchen Leuten, weil ich finde, es geht absolut nicht. Ich habe mich ja auch, nachdem das dann mit Ding rauskam, von dem ich vorher ja auch nichts wusste, von Yanda, und da sagt er gerade von einem, von denen ich es auch mitbekommen habe, dass die NWO und so weiter, dass die den ordentlich auseinandergepflückt haben, dass die das aufgedeckt haben, gerade auf einer Plattform, die man irgendwie ab 13 betreten durfte, dass da so eine Person streamen durfte, Bruder, unter aller Sau, würde ich sagen. Ne, also da braucht man solche Leute wirklich, die da gescheit reinhämmern. Habe ich mich ja auch von Yanda distanziert. Also kann ich wusste mal, anfangs wusste ich das ja auch nicht. Ich hatte ja auch nicht gedacht, dass das so ist. Aber das ist halt wieder das, was ich meine, ja. Der kam anfangs, also zumindest auf mich. Ich habe von ihm so selber ja nie viel mitgekriegt. Er ist selten seine Streams geschaut und alles.
Aber anfangs, auf mich hat er ja keinen so einen Eindruck gemacht und ich habe das ja so nicht mitgekriegt, aber da. Das ist das Ding bei solchen Leuten, ne? Das kann man denen nicht ansehen. Wenn das so wäre, wäre es einfacher. Aber ich glaube auch nicht, dass Rainer das von dem wusste. Wie gesagt, ich unterstelle Rainer da in dieser Hinsicht, unterstelle ich ihm gar nichts. Dafür ist mir das Thema zu heikel, dafür ist das Thema zu ernst. Irgendwelche Frauen oder Mädels hinterhergestellt hat oder so. Dass er allerdings hier, ne, einfach ungefragt Videos an Frauen geschickt hat, das ist nun mal Fakt, ne? Das stimmt. Das kann man, wie gesagt, bei Roxa kann man das auf dem Kanal sehen. Das könnt ihr auf der Cloud sehen. Bei den Cola-Bärchen-Sachen. Das ist Fakt. Aber ich glaube nicht, dass Rainer sowas mit Minderjährigen machen würde. Ich hoffe, ne? Wie ich gerade sagte, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Aber ich kann es mir bei Rainer. Ich hoffe, dass er nicht, ja, so schlimm ist. Oder vor allem auch Minderjährigen. Aber so auf mich hat er ja einen korrekten Eindruck gemacht. Und das ist das, was ich immer gemeint habe. Leute, die auf Juno streamen, korrekten Eindruck, hä? Zwinker, zwinker. Was auch auf mich zutrifft. Ich kannte ihn nicht. Ich kannte nur das, was er mir gezeigt hat oder was ich gesehen habe. Aber das ist im Prinzip genau das Gleiche, was auf die Hater zutrifft. Die Hater oder auch du und jeder andere sieht von mir nur das, was ich bereit bin, ihm zu zeigen. Nein, Rainer, das stimmt natürlich nicht. Ne? Wir sehen viel, viel mehr. Rainer sagt ja immer, mach die Kamera aus, mach die Kamera aus, weil er eben das nicht öffentlich haben will, wie er eigentlich ist. Manchmal möchte Rainer gerne von sich zeigen, wenn er so macht, ich bitte um Entschuldigung. Das, oder wenn er kurz hustet, ich bitte um Entschuldigung. Dann ist es dieser Mut, dieser Stimmung von Rainer, dass er sich gerade sehr positiv darstellen möchte. In anderen Dingern furzt und rülpst er und sagt dann, lustig. So, es kommt gerade immer auf seine Gefühlslage an, ne? Oder gut, wie viel ich bereit bin zu zeigen. Wie viel das letzten Endes wirklich von meiner reellen Persönlichkeit oder auch generell von meinem realen Leben tatsächlich ist. Das ist natürlich dann wieder die Sache, die ihr entweder durch irgendwelche anderen Infos rauskriegt, die ich auch eventuell selbst im Endeffekt noch manipuliere. Oder Das wünscht er sich wirklich. Er wünschte, er wäre der Puppenspieler. die ihr halt letzten Endes, wie sagt man, die ihr halt letzten Endes nur mitkriegt, weil ihr es halt irgendwo anders her wisst. Ja, Rainer, eben. Und wenn wir es irgendwo anders her wissen, dass er auch bewiesen ist, dann warst du nicht bereit, uns das zu zeigen. Und wir wissen es trotzdem. Ja, und was du bereit warst zu zeigen vor anderen Leuten, da müssen wir jetzt gerade hoffentlich nicht drüber reden. Ja, gut, ja. Außerdem, irgendwelche Sachen von mir zu erfahren, die ich mit, keine Ahnung, 15, 16, 20 gemacht habe. Oder Leute, die ich damals gekannt habe oder so. Das heißt ja nicht, dass ich heute noch mit den Leuten was zu tun habe. Ich meine, du bist schon voller Überraschungen. Ich meine, heute, was du da teilweise, also es überrascht mich echt, also vor allen Dingen diese Sache mit Fahrradfahren und sozusagen deine wilde Phase, kann man sagen, ist schon ganz neue Einblicke, die man da bekommen hat, so Mich echt auch. verrückt. Also, das ist noch viel weiter. Das ist. Ich habe mich damals auch viel geprügelt und alles. Oha. Ich habe ja auch mal, das habe ich aber auch schon mal gesagt irgendwann, ich habe ja auch mal ein Jahr lang gekifft. Das ist aber auch schon, was weiß ich, wie lange her. Ich weiß nicht, warum er sich da so hinstellen will, als diese Person, die sich viel geprügelt hat und Freizeitdrogen genommen hat und so weiter. Nennt man das noch Freizeitdrogen? Ich weiß es nicht. Ich hab's nie gemacht. Sorry, ich bin da raus. Ich bin aber auch jemand, der sich nie viel geprügelt hat. Ganz ehrlich. Ich habe mich zwar natürlich ein paar Mal, ne, nicht viel. Das kam mal vor, aber zum Glück habe ich meist gewonnen. Aber nie von mir irgendwie provoziert oder so, aber. Ne, ich würde jetzt mich nie hier hinstellen und sagen, oh, hab ich mich aber damals, Leute, hab ich mich damals gerollt immer. Jetzt bin ich älter und weiser. Warum? Ne, um sich interessanter zu machen? Ja, deswegen muss ich auch sagen, ich bin da auch kompletter Gegner von Drogen. Also mein Koffein und so weiter brauche ich halt für meinen täglichen Konsum, dass ich wach bin und alles. Also ab und zu mal einen durchziehen, Nee, ist ja nichts also Schlimmes. Nikotin, also ganz normale Zigaretten und so weiter. Rainer, du inhalierst das Nikotin doch gar nicht. Sind wir mal ganz ehrlich. Und wer zwischendurch mal hier so ein Sandwich isst, ne? How I Met Your Mother Style. Gott, es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Kein Problem. Ja. Kaffee ganz normal,
ab und zu mal Alkohol, aber wirklich halt ab und zu, also nicht wirklich jeden Tag, auch wenn es mir immer nachgesagt wird, dass ich angeblich voll der Säufer bin. Ja, du hast. Wird mir auch oft nachgesagt. Ich find's gar nicht so schlimm eigentlich. Nussecken Ani halt. Ja, weiß ich nicht. Und Feierabend Nussecke gehört bei mir irgendwie dazu. Müssen jetzt nicht irgendwie jedes Mal 5 oder 10 sein, aber so ein oder zwei, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, warum? Pff, okay. Also, es gab mal eine Phase, oder du in deinen Streams, manchmal geht da schon einiges rein, ne? So, Wenn also. aber, ja, aber schau dir das mal an. Wie oft ist denn das? Gut, also ich meine. Einmal im Monat, zweimal Ja. im Jahr? Aber Also. was. Einmal im Monat oder zweimal im Jahr ist fast das Gleiche. Muss man wissen. Was trinkst du zurzeit? Trinkst du noch so viel Schwippschwapp? Oder. Ich trink bloß Wasser. Junge, das macht mich wirklich. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß, ihr hört das hier oft zum Einschlafen. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass meine Stimme sich nicht gleich überschlägt oder so, sondern dass ich hier ein bisschen lauter werde. Wenn ich das höre, ich trinke nur Wasser. Nur Wasser. Ich habe den ohne Spaß. Ich bin seit 2015 bin ich im Game. 7 Jahre ungefähr. Also ich habe den ganz, ganz selten mal Wasser trinken sehen. Wirklich ganz selten. Ich habe Nur Wasser. Okay. nach dem Krankenhaus habe ich mal eine Zeit lang Schwibschwab und Metzug gesoffen, ja. Ja. Aber das war wirklich bloß zu dem Zeitpunkt. Ich habe nur Wasser zurzeit zu Hause und ich trinke auch bloß Wasser. Also. Und im Geburtstagswoche. In der Geburtstagswoche. Und im Geburtstagsmonat. Und natürlich in dem Jahr, in dem er Geburtstag hat. Lel. Besser, Bis also. auf den, bis auf die Flasche Met, aber die steht auch, die habe ich jetzt im Stream neulich gezeigt. Die steht aber auch seit Weihnachten. Falls ihr noch wach seid, schreibt mal kurz rein. Wie schmeckt Met? Also normaler Met, das ist doch irgendwie Honigwein. Ich habe mir das immer wie Bier vorgestellt. Ich habe mal eine Flasche Met gewonnen bei uns im Schützenverein. Ja, die ist mir natürlich am gleichen Abend noch runtergefallen. War ja klar. Ja, ich habe noch nie Met getrunken. Die steht seit Weihnachten hier rum und ist auch seit Weihnachten so voll, wie sie jetzt ist. Und ich habe seit Anfang des Jahres, also ist jetzt im Prinzip immer noch Anfang des Jahres, ich habe so seit dem 10. oder was, habe ich auch keinen Alkohol mehr getrunken. Und ich trinke auch nicht regelmäßig Alkohol. Ich habe halt einmal eine Zeit lang meinen Kasten Bier daheim und dann saufe ich halt einmal jeden Abend mal ein, zwei Flaschen oder was. Wie gesagt, das finde ich nicht so verwerflich. Finger weg halt von harten Sachen, ne? Ich trinke zum Beispiel überhaupt keine harten Sachen, keinen Schnaps, keine Shots. Das ist überhaupt nicht mein Ding, ne? Ich trinke halt gerne mal ein Bier, weil es mir schmeckt. Eine Nussecke meine ich natürlich, Entschuldigung. Aber härtere Sachen? Nee. Da wird man schnell schlecht von. Aber das kann man auch, ist auch nicht schlimm Es so, ist ja keine ganz Ahnung. normal, das ist ganz normaler Konsum. Ja. Mein Vater, der, wenn früh abends von der Arbeit heimgekommen ist, der hat halt abends nach der Arbeit ein, zwei Feierabendbier gesoffen und das war's. Ja, wie gesagt, okay. Was danach? Ja, deswegen ist man auch kein Säufer oder so, das ist einfach nur ganz normal Genuss. Ja, also, wenn er jetzt schon vorm aufsteht, schon Flaschen neben Bett steht hat und schon mal Flaschen säuft, dann sollte man sich Gedanken machen. Aber ja, alles andere. Leute, wenn euch sowas mal passiert, ja, eine ganz üble Sache. Ich habe mal wirklich, war auf einer Feier. Am nächsten Morgen wache ich auf und suche so die Wasserflasche so im Halbschlaf und dann wirklich eine Bierflasche und hab da rangesogen. Ne? Morgens an der Bierflasche. Bruder! Ich hab mal locker 6 Stunden oder so, habe ich das Schlafzimmer putzen müssen. Ich hab im Strahl gereiert. Es ist ja einfach ein bisschen Genuss, das ist Quatsch eigentlich. Naja, na, ich mache das nicht einmal. Ich hab nie permanent einen Kasten Bier daheim. Ich habe mal eine Woche oder was, oder mal, je nachdem, wie lange es da steht, mal eine Woche oder 2 Wochen Bier da, da trinke ich einmal drei, vier oder was. Aber halt bloß bis der Kasten weg ist. Und dann habe ich mal einen Monat oder mal 2 Monate oder mehrere Zeit lang gar keine Kästen mehr da. Da holt er sich nur Flaschen. Holt er sich keine Kisten. Ich habe auch immer eine Kiste da. Ja, solange es wirklich, wie Rainer schon beschreibt, richtig beschreibt, ein Genussmittel bleibt und nicht, ne, ich brauche jetzt unbedingt mal eine Nussecke. Solange es im Rahmen bleibt, okay.
Ich hatte jetzt. Und jetzt liege ich auch ein bisschen was von mir. Oft, Leute, oft mache ich mir einfach nur eine Dose Cola auf. Dezember. Ich hatte jetzt November, Dezember und Januar an Kasten da jeweils. Und das aber halt auch nur deswegen, weil es halt im Prinzip Neujahr und Weihnachten und alles war. Ah, feiern ist auch mal okay. Aber, für mal, aber wenn man mal besucht oder was, haben wir Kasten halt da gehabt, hat man mal Bier gesoffen oder was. Ja. Und das war's dann aber auch schon wieder. Oder deine Freundin, Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker, sehr schön. Ja, oder meine Freundin, da brauchst du gerade Zwinker, Zwinker machen. Wie auch immer. Ja, also von daher habe ich halt immer was da, weißt du? Ja. Wo ist es nicht? Also ich habe nur ein paar Monate im Jahr was da, also Dezember. Aber ich habe immer was da. Okay. Naja. Was? Ach, das sah aus wie Drache. Ich dachte mir gerade, was? Egal. Naja, also, wie gesagt, das ist halt ganz normal. Das ist kein Stress nicht. Ja. Sehe ich auch kein Problem damit. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag eine Flasche Met sauf und noch 5 Bier hinterher oder so. Abgesehen davon würde man das, glaube ich, merken. Ja, nee, also, ja, keine Ahnung. Also, ich persönlich muss ja sagen, ich finde es schwer. Ich glaube, so richtig abgenommen, klar, wenn du sagst, ich meine, du weißt das eigentlich am besten, war gelügnert. Und aber in deinen Videos, manchmal hat man den Eindruck, dann hat mich jetzt dann gerade an eine Idee. Was? Und am Video. Ah, die war gelügnet, das war ein Gag, der nochmal kommen wird. Aber ist egal. Kleiner Fun Fact, dieser Gag kam nicht. Bei einem Video von dir, oder wie? Nein. Das ist kein richtiges Video, aber. Ach, machst du dir gerade wieder einen Kaffee? Ja, klar. Es ist 4:30, was ist da los? Ja und, ist doch normal. 4:30 morgens einen Kaffee trinken ist normal, wenn man danach zur Arbeit muss, ja. Wenn man bis 4:30 morgens durchgemacht hat, sich noch einen Kaffee zu rendern, schwierig. Naja, wenn man überhaupt keine Arbeit hat, mag sein, okay. Aber für den Otto-Normalverbraucher ist es nicht normal, bis in die Puppen wach zu bleiben und sich dann Kaffee zu machen. Ja. Ja, Kaffee bin ich wirklich süchtig, tatsächlich. Also, echt? Aber das merke ich auch nicht, tatsächlich. Ich kann jetzt noch eine Tasse saufen und in einer halben Stunde schlafen gehen, merke ich nicht. Was? Ich schlafe auch ganz normal, ich schlafe hier, das macht mir gar nichts aus. Heftig. Liegt vielleicht daran, dass der Körper irgendwann Ruhe braucht. Selbst vom Sitzen ist der Körper irgendwann geschafft. Die Frage, was ist der Ratz, ne? Ja. Ratzen ist Schlafen, Junge. Schlafen halt. Ey, Ratz. Was ist das? Ist das wie Ratte. Seidler? Das weiß ich auch nicht. Nee, Ratz ist ein Ratten. Ah, ein Ratz ist eine Ratte. Er schläft also wie eine Ratte, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel Sinn macht. Okay, komm. Ratze, was ist das, Seidler? Ein Seidler? Du sagst ein halber Liter. Seidler ist ein halber Liter Bier. Okay. Und am Abend ein Liter Bier. Das war's mir ja. Ah, nee, oft wissen die Leute nicht, was ein Seidler ist und dann ist halt immer schlecht. Hierfür empfehle ich euch mal das Video, wo Reini in Köln war, wo er Florentin Will getroffen hat und ihm erklärt hat, was er Seidler ist. Bruder, das war Fremdschämen, da habe ich Gänsehaut bekommen. Schlecht? Sehe ich halt wirklich als schlecht. Ah, jetzt habe ich meine Tasse stehen gelassen. Wie holt man sich denn Kaffee und ach, mir ist egal. Haben da eigentlich noch rum? Dir ist schon mal irgendwas runtergefallen? Hast du die mittlerweile zusammengesammelt? Nein. Okay, gut. Ja. Gleich nach dem Stream oder was das war, habe ich die direkt aufgeräumt. In Ordnung muss sein. Rainer hat direkt nach dem Stream aufgeräumt. Versteht ihr? Natürlich. Meine Freundin erzählt mir was, ey. Welche Freundin? Achso, ja, deine Freundin, ja. Auch so ein Ding halt, ne? Genau wie ich habe Messerwurf gemacht, ich habe Bogenschießen gemacht, ich habe eine Freundin. Warum sagt er nicht einfach, dass er keine hat? Ich meine, ist doch nichts Schlimmes. Ne, das ist ja einfach nichts Schlimmes, keine Freundin zu haben.
Weißt du, ich finde es cool, was du machst, wenn ich auf meine Freundin anspiele oder was sag. Das hilft mir nämlich nur. Also bitte mach weiter. Nee, also ich muss sagen, ich glaube dir das halt, ich werde das nie glauben. Ich meine. Das ist in Ordnung. Ja, ich. Das ist in Ordnung. Das ist mir sogar lieber so. Also heißt meine Freundin. Schützt dir deine Freundin. Hä? Schützt deine Freundin ja quasi. Richtig. Egal. Ja. Was soll man da groß noch erzählen? Eigentlich, kriege ich eigentlich noch einen Rang vielleicht? Nee. War doch sicher geil, nicht. Ein RBS-Rang, komm, auf geht's. Nix. Ja. Finde ich auch schön. Rainer wollte ihn sowieso nie auf dem TS haben. Jetzt reden sie gerade ein bisschen und er fragt nach einem Rang. Finde ich sehr schön. Und auch, wenn Rainer immer erzählt, wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich eine Freundin habe, dann hilft das meiner Freundin nur. Rainer, wenn du ihr wirklich helfen würdest, dann würdest du sie gar nicht erwähnen. Wenn du glaubst, es wäre das Sicherste, dass die Leute denken, du hättest keine, warum erzählst du denn immer, dass du eine hast? Möchtest du sie denn in dieses Licht rücken? Möchtest du sie, ja, in Unsicherheit bringen? Wie nennt man das? Wie drückt man das am besten aus? Rainer sagte mal, es wäre das Beste, wenn ihr gar nicht wisst, dass ich eine habe. Warum erzählst du es denn dann immer? Wenn ihr mir nicht glaubt, wäre das das Beste. Nee, Rainer, wenn du es nicht erzählen würdest, dann wäre es das Beste. Aber diese komische Beschreibung hinten kann weg. Achtung, Aufnahme. Mobbing. Achtung, ja, Aufnahme? Ich habe hinten am Namen Achtung, Aufnahme stehen, oder? Bei mir. Nö. Achtung, Aufnahme. Komisch. Ich sehe da nichts. Rainer hat ihn umbenannt in Achtung, Aufnahme. Oder hinter seinem Namen Achtung, Aufnahme. Das heißt, überall, wo er ist, wird natürlich dann aufgenommen. Ne? Dann werden Mitschnitte aus dem Teamspeak gemacht. RBS sagt hier, bei mir steht das da. Achtung, Aufnahme. Rainer sagt, nö, ich sehe nichts. Ja, schwierig. Wenn du das Aufnahme laufen hast, gehe ich von aus, von daher. Und das ist wiederum was ich dir nie glauben werde, wenn du sagst nein. Also das ist immer quitt, oder? Was du mir nicht glauben? Dass du, wenn du sagst, du nimmst nicht auf, werde ich dir das nicht glauben. Doch, kannst du mir glauben, also ich habe... Ja, das ist die gleiche Sache wie du mit meiner Freundin, weißt du? Ja, was klar, ist die gleiche Sache. Nur das eine ist halt, dass man sich eine Freundin einbildet, eine Person einbildet. Und das andere ist halt, dass man einfach nur eine kleine Notlüge bringt. Und ich meine, Notlügen kennst du ja auch aus. Ja, egal. Und nein zu sagen, ist keine Notlüge. Von daher, aber wie gesagt, ich kenne mich mit Lügen ja aus. Ja eben, du bist ja auch der Lügenloch. Genau. Aber, ja. Ich meine, siehst doch locker. Jeder hat so seine Macken. Du glaubst du, glaubst selber, ich sehe es nicht locker? Reini, wir wissen, dass du nichts locker siehst. Ne? Das wissen wir. Reini sieht gar nichts locker. Gerade wenn sowas ist, wenn man geht rein und schreibt lülülü. Meinst du, er sieht das locker? Deswegen hat er der Seite YouNow damals ein Exempel statuiert. Ja, entweder hier kommt ein Mod rein und bannt die alle raus oder ich gehe auf eine andere Seite. Hey, glaubt ihr etwa, er sieht das nicht locker? Hä? Zwinker, zwinker. Also, denk mal schon, dass du es locker siehst, sonst würdest du mich längst spannen, denke ich. Wie ich schon seit Jahren sagte, und ich werde es im Laufe der nächsten Jahre noch weiter beweisen, ja. Geht mir komplett am Arsch vorbei. Ja, cool. Wie läuft eigentlich die Japanisch-Lernsache? Also Sayonara, Matane, Ohayo Gomas. Hi. Hi. Ja. Wie läuft die Sache? Hi. Er lernt sehr viel. Also machst du das noch? Betreibst du das noch weiter? Oder? Hi. Kann kein Japanisch? Ach komm. Ja oder was? Natürlich. Okay. Es wurde kurze Zeit später, wurde Rainer irgendwas geschrieben und dahinter kam dann Arigato. Also danke. Rainer sagte dann, er weiß nicht, was Arigato heißt. Danke. Das weiß selbst ich. Ja, und wie man auch so antworten kann. Rainer, machst du das noch? Hi. Hi. Hi, RBS-San. Kannst du dir nicht ausdenken, Bruder.
Das ist ja wohl. Das ist aber eigentlich ein bekanntes Wort. Ich gucke auch keine so Zeichentrickfilme, Animes gucke ich alles nicht. Das ist. Zeichentrick ist oder was anders. So, ja. Streng genommen ist Anime auch Zeichentrick, oder nicht? Nur wenn man es jetzt anders nennt, ist es trotzdem Zeichentrick. Nicht so meine Welt. Hat er eigentlich? Ah, keine Ahnung. Also ich habe mir überlegt, also ich werde es meinen Kindern auf jeden Fall verbieten. Echt? Ja, so ich Manga, ich habe einen guten Anime, das ist ein Hentai, das ist oder so. Okay. Ich habe einen perfekten. Auch Zeichentrick, ne? Ist auch Zeichentrick irgendwo. Und seinen Kindern Animes zu verbieten, ist halt Quatsch. Ne? Alle reden darüber in der Schule. Warum soll denn das eigene Kind sein, gerade das Kind sein, das dann nicht mitreden darf? Oder, weiß nicht, gerade das macht es doch dann interessant für die Kinder. Wenn ich jetzt meinem Bengel sagen will, du darfst kein Dragon Ball gucken, ja, dann wird Dragon Ball natürlich interessant, so, weißt du? Wäre halt Quatsch. Ein Anime, den musst du dir unbedingt mal anschauen. Ich glaube, okay. Danach wirst du auch zum Anime-Fan. Okay. Bono no Pico. Okay. Bono no Pico. Worum geht's da? Musst du mal anschauen. Kannst du Englisch? Bisschen. Dass der Englisch-Lord jemanden fragt, ob er Englisch kann. Okay. Bisschen, ja. Ja, dann hast du kein Problem mehr, dann solltest du den Film anschauen können. Ach, so viel wird er nicht gelabert. Ist auf jeden Fall saugeil. Okay. Poco no Pico heißt er. Eine Frage. Warte, ich gucke mal nach. Was ist eigentlich mit Exitus? Also Exitus, der war ja eine Zeit lang immer hier. Poco no Pico heißt er. Ich schreibe ihn dir mal rein. Okay. Muss auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Der geilste Shit, ohne Scheiß. Du wirst ihn feiern. Danach liebst du Animus. Poco gab es ja auch mal als Hater. Ist der geilste Shit ohne Scheiß. Der Englisch-Lord. Da, oder? Poco war er Ru. Kommt das daher? Hm? Nee. Das hat damit nichts zu tun. Wobei, vielleicht kennt er den Anime, ich weiß es nicht. Hat sich dementsprechend benannt, weiß nicht. Nee, war eigentlich ganz cool. Also ich weiß nicht, kennst du dich mit Twitch aus, so? Ich setze dir das so, haben sie so Voraussetzungen für Partnerschaft und bla bla blub. Und heute die ganze Nacht, diese 4 Stunden, die ich jetzt hier bin, oder was waren das? 3 Stunden 30, fast konstant 250 Zuschauer. Ich denke, ich werde jetzt auf jeden Fall dann auch die Bewerbung da abschicken. Die Twitch-Partnerschaft für RBS, das war für Rainer auch wirklich so ein Ding, ne? Dass er halt bei Twitch gebannt wurde und RBS da die Partnerschaft bekommt. Bruder, da war richtig Turn-up bei ihm im Schädel. War ganz cool. So, Teil 6 ist zu Ende. Ich pausiere mal hier kurz und mache Teil 7 an. Da bin ich schon wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich pausiert habe. Kam direkt hinterher. Ani Degger ist ein Dulli. Ja, wir wissen's. Wir wissen's. Geht 26 Minuten. Geben wir uns mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Lell, Zwinker. Der nächste Teil wird dann der Finale. Der geht sehr lang. Ne? Der wird dann. Da könnt ihr mehrere Nächte wahrscheinlich bei einschlafen. Wir gehen rein in Teil 7. Auch hier gucken wir weiter bei Geschichten vom Atschauerberg. Ganz viel Liebe und Ehre und Grüße an dich raus. Ja, war cool mit dir. Hat Spaß gemacht. Bettwäsche mal wieder wechseln wäre ganz angebracht, weil das ist echt. Eine Woche, ja. Wird am Montag wechselt, ganz normal. Ja. Eine Woche die Bettwäsche, schwierig. Ganz schwierig. Wenn man jeden Tag duscht, würde ich noch sagen, okay. Wenn man vorm ins Bett gehen duscht, wenn man mal aufstehen duscht und abends nicht, dann geht man halt verschwitzt ins Bett. Da finde ich eine Woche kritisch. Ja. Dann einmal die Woche halt. Mach's gut. Bann mich bitte nicht. Wäre gern wieder öfters hier. Ja. Cool. Alles klar. Vielleicht können wir mal einen Messerwurf-Wettkampf machen oder sowas.
Geil. Also, wie ich dir schon sagte, ich mach das nochmal. Ah, ich meine, du hast doch noch nie gemacht. Von dem her. Jetzt kommt wieder ein kleiner Teil, wo RWS wieder ein bisschen, ne, er denkt jetzt, er würde gehen. Denkt doch nur er. Also legt er wieder ein bisschen los. Finde ich wirklich super amüsant immer. Kein Unterschied dabei, oder? Ja. Wenn mal ein Messer an deinem Ohr vorbeizischt und dir die Haarsträhnen abschneidet, wirst du das schon merken. Ja, aber hoffentlich gut gezielt und nicht unabsichtlich, oder? So gut gezielt, dass ich dir lediglich einen kleinen Schlitz im Ohr verpasse. Okay. Dank. Ja gut, dann hau rein und euch zwei noch einen schönen Abend. Zwei? Wir sind fünf. Nee, ich meine dich und deine Freundin natürlich. Aha. Meine Freundin ist gar nicht da, aber... Ach so. Okay. Schichten. Na gut. Hoch rein, Rainer. Bis dann. Weißt du, hier wäre er jetzt einfach gegangen. Aber Reini hat noch etwas zu sagen. Entschuldigung. Das haben wir des Öfteren, ne? Auch bei Besuchern. Oft ist es so, dass sie gehen, aber Reini sagt, nee, ich habe noch was zu melden. Du könntest wenigstens einmal in deinem Leben Respekt für andere Menschen zeigen. Rainer weiß gar nicht, ob RBS vielleicht am Tag zuvor nicht arbeiten war und da Respekt gezeigt hat gegenüber den Kunden, gegenüber seinen Kollegen, gegenüber seinem Chef. Niemand weiß es, ne? Einmal in seinem Leben könnte er das machen. Und dann natürlich bitte für Rainer. Das ist wichtig. Von dir, oder was? Von Rainer, du lügst mich doch einfach am laufenden Band an. Das ja, merkst du doch okay, gar nicht. Beweis es mir. Was soll ich denn dir beweisen? Dass ich dich angelogen habe. Mit was habe ich dich angelogen? Beweis es mir. Das ist auch so ein Blödsinn. Hier merkt man wieder, wie gesagt, RWS geht kurz wieder steil. Ich könnte jetzt sagen, Leute, ich fahre einen Lamborghini. Beweist mir das Gegenteil. Nee, wenn ich das sage, muss ich es auch beweisen. Ja, wenn ich es beweisen will, dann stehe ich in der Bringschuld zum Beweisen. Nicht der andere ist nicht in der Bringschuld, mir zu beweisen, dass es nicht stimmt. Das ist ja auch kompletter Quatsch. Rainer ist immer, ja, beweis mir das Gegenteil. So, ich bin Millionär, beweis mir das Gegenteil. Ja, kennst du meine Kontoauszüge? Nee, ja, dann kannst du nicht beweisen. Geh weg. Das ist so diese Argumentation von Rainer. Gib mir Beweise dafür. Das kannst du nicht. Stimmt, das kann ich nicht. Das Geile ist, du kannst mir das alles nicht beweisen, weil du müsstest dafür wissen, wie ich mein... Das andere, wirklich Geile ist, Reini kann es auch nicht beweisen, weil es eben nicht stimmt. ...mein Leben verbracht habe. Und das weißt du nicht, weil du dafür niemanden hast, der es dir sagt. Und selbst wenn du jemanden hast, ja, hast du das Problem, dass du nur dann die Erzählungen dieser Person hast. Es gibt nämlich keinerlei Aufzeichnungen darüber und sonstiges. Deswegen denkst du, du kannst erzählen, was du möchtest und man muss dir glauben? Ach, sorry. Nein. Bogenschießen. Nein. Ich sage nicht, dass du mir glauben musst. Ich sage nur, dass es mir egal ist, ob du mir glaubst oder nicht. Und warum erzählst Endes du dann so dumme Lügengeschichten? Weil es keine Lügen sind. Ich hab dich heute nur ein einziges Mal belogen. Ja, und zwar von Anfang bis Ende. Zwinker. Ach ja. Nur ein einziges bei Mal. Bei deiner Freundin, okay, cool. Und es war das, dass ich dich nicht als Konkurrenten sehe. In dem Sinne. Ach, du siehst mich als Konkurrent. Das finde ich Konkurrenz aber... ist vielleicht ein wenig zu viel gesagt. Also nicht, dass... Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe dich nur einmal belogen, dass ich dich nicht als Konkurrenten sehe. Also siehst du mich als Konkurrenten? Ja, nee, eigentlich nicht. So. Das kannst du dir nicht ausdenken, ehrlich nicht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Konkurrenz auf YouTube, dass du mir irgendwie das Wasser reichen könntest. Und keiner kann es ihm reichen, das Wasser. Oder das Wasser nicht reichen könntest, darum geht's ja nicht. Sondern ich sehe dich einfach nur... als jemanden, der... Rainer, sag's, wie es ist. Du siehst ihn als deinen Nemesis, als deinen Erzfeind. Er ist all das, wovor du Angst hast. Weißt du was, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Satz beenden soll. Ja, das denke ich mir, weil ohne Schulabschluss fehlen dir oft mal die Worte. Aber, mag sein, aber das musst guck du mal, nicht. Guck mal, das ist ein Schulabschluss. Ich bin kein, zum das ist kein Schulabschluss, das ist kein Ding. Richtig, das ist kein Abschluss, ich hab ein ganz normales Zeugnis. Nein,
Es ist ein ganz normal. Ein Abgangszeugnis bekommst du nur, wenn du ein Schulabbrecher bist. Deswegen heißt es. Nein, wenn du ein Schulabbrecher bist, bekommst du, glaube ich, gar kein Zeugnis, oder? Wenn du die Schule nicht abschließen kannst. Also, dann bekommst du ein Abgangszeug. Ey, Leute, es kann auch sein, dass ich jetzt Blödsinn rede. Ne? Nehmt es mir bitte nicht übel. Bei mir im Kopf war es jetzt so, dass wenn du, was weiß ich, nach 10 Jahren die Schule nicht geschafft hast, wenn die sagen, du hast unseren Schulabschluss nicht bestanden sozusagen, du bekommst keine mittlere Reife, du bekommst keine Hauptschule, dann bekommst du halt ein Abgangszeugnis. Und nicht ein, aber es kann sein, dass es jetzt Blödsinn ist. Nehmt es mir nicht übel. Abgang. Ich habe einen ganz normalen Schulabschluss. Das ist kein... Und er hat auch keinen normalen Schulabschluss. Normaler Schulabschluss, jetzt seid mir auch bitte nicht böse an die Leute, die die Sonderschule gemacht haben, wäre für mich von Hauptschule bis Gymnasium, wäre normaler Schulabschluss. Ich weiß genau, bei uns in der Community hier, ich habe viele Kommentare schon gelesen, hey, ich war auch auf einer Sonderschule, aber habe was auch mal aus meinem Leben gemacht. Ja? Leute, dafür geht ganz, ganz viel Ehre raus. Ehrlich. Um was aus eurem Leben zu machen, habt ihr es wahrscheinlich nicht so einfach gehabt, wie jemand, der ein Abi hat oder so. Aber ihr habt es trotzdem geschafft. Mit Arbeit, mit Willen. Ja? Und das sind nun mal zwei Sachen, die meiner Meinung nach dem Reini fehlen. Man kann Defizite, die man zum Beispiel, was weiß ich, lesen, schreiben, kann man natürlich mit praktischer Arbeit wieder wettmachen. Natürlich geht das. Nur wenn man das auch nicht kann, dann wird es halt schwierig. Naja, also wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, wenn ihr einen Sonderschulabschluss habt und habt trotzdem was aus eurem Leben gemacht, ey, ohne Spaß, Respekt und Ehre. Sonderschulabschluss, das ist kein Hauptschulabschluss, das ist einfach nur ein Schulabschluss. Ein Hauptschulabschluss wird, außer es ist irgendwie was, wo ich jetzt leider keinen Plan davon habe, weil ich nicht auf der Hauptschule war, ein Hauptschulabschluss wird als Quali. Qualis sind Hauptschulabschluss. Das wäre Qualifikation, ja, und die hast du ja nicht. Klar. Richtig. Aber ich habe trotzdem einen Schulabschluss, weil ich habe meine Schule, ich war 10 Jahre in der Schule, ich habe meine 10 Jahre Schulpflicht abgesessen. Abgesessen? Okay. Plus noch ein Jahr nach der Schulzeit in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Aber die hast du ja abgebrochen. Auch die habe ich nicht abgebrochen. Warum habe ich ja rausgeflogen? Ich bin da wieder rausgeflogen. Noch habe ich irgendwas abgebrochen, denn ich bin nicht jemand wie du, der hinterher den Schwanz einzieht und sich... Das auch wieder, ne? Grundlos irgendjemanden diskreditieren. Du hast das gemacht, du hast das gemacht. Rainer möchte genau das nicht über sich hören. Macht das aber liebend gern über andere. Ne? Ja, du musst es wissen, du hast ja die Schule abgebrochen. Er kennt RBS überhaupt nicht. Hey. Aber es gibt auf jeden Fall... Du hast mich ungefähr, wenn ich mitgezählt habe, 6 Mal heute beleidigt. Kleiner Funfact, ich glaube nicht, dass er bis 6... Nein, Spaß. Nein, ich glaube, er hat des Öfteren die Wahrheit gesagt und das fand die andere Partei als beleidigend. Okay. Ich habe dich gerade nicht mal beleidigt, sondern lediglich gesagt, dass du den Schwanz eingezogen hast und deinen Kanal gelöscht. Und wenn das wirklich stimmt, was du mir gesagt hast und mich nicht angelogen hast, mein lieber Lügenschaf. Also, mein liebes Lügenschaf. Ich weiß gar nicht, wie das damals war. Ich weiß, dass RBS mal erzählt hat, in einem seiner Streams, dass er im Rewe war und hat eine Flasche fallen lassen. Ja, das weiß ich. Da war ich dabei, live, als er das erzählt hat. Und ein paar Tage später hat Rainer erzählt, er hätte Überwachungskameras aus dem Rewe gesichtet und hat gesehen, dass RBS da eine Flasche fallen lassen hat und deswegen kennt er sein Gesicht. Meiner Meinung nach hat Rainer einfach nur den Stream von RBS gehört und hat das da mitbekommen und hat sich dann eine Geschichte daraus zusammengesponnen. Das ist das, was ich glaube. Ich würde sagen, ich kenne den Brief schon ganz genau, in dem, ich glaube, deine Mutter, glaube ich, darauf hingewiesen wird. Ich bin einmal nach Hause geschickt worden in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, weil ich mich mit jemandem geprügelt habe. Ja. Ja, das war schon. Aber also, deswegen bin ich nicht rausgeflogen. Dafür hätte ich nämlich genauso wie in der Schule 3 verschärfte Verweise bekommen müssen. Ich habe einen einzigen bekommen. Nee, ich glaube ich, ja, dass es auch Sachen gibt, bei denen du, wenn die schlimm genug sind, beim ersten Mal schon fliegst. Und Gewalt ist wahrscheinlich so eine Sache.
Und einen in meiner Schulzeit und einen danach. Stimmt, das eine mit diesem Ordner, da ist ja irgendwie so ein Mitschüler mit einem Ordner verdroschen. Er hat mich mit dem Ordner verdroschen. Daraufhin habe ich in seinen Schädel auf den Tisch gedonnert. Ja. Richtig gewalttätig teilweise. Aber finde ich Das ganz nenne gut, ich dass du das sehen kannst. Verteidigung, weil es war nämlich eine Reflexreaktion. Das war innerhalb von Sekunden. Er haut mir drüber, ich stehe auf, packe ihn und drehe mich rum und habe ihn voll auf den Tisch gedonnert. Weil so schnell hat er gar nicht gucken können. Das ist auch was mit meinen Reflexen. Rainer war damals schon ein Ninja. Ne? Er war damals schon so schnell. Leute konnten gar nicht sehen, wie er sich bewegt. Man hat ihn vor sich gesehen, auf einmal ping, ping, stand er hinter dir. So schnell war er. So, der konnten die Leute gar nicht gucken, ne? Flexen. Aber weißt du, Ja? Hallo? nicht, weil ich Gott sei Dank mein Ego nicht daran festmachen muss, wie vielen Leuten ich beweise, ob ich ein Arschloch bin oder nicht. Warum bitte machst du es denn dann? Das verstehe ich nicht. Das will wirklich in meinen Schädel nicht rein. Dass er sein Ego, wie er sein Ego, naja, stärken will für sich, ist halt, dass er erzählt, er hätte Messerwurf gemacht, Bogenschießen. Damals war er der krasseste Prügler. Ja, aber er muss sein. Ja, komm. Nee. Das hier ist jetzt genau die Aber gleiche Aktion und warum? nein, ich habe dich nicht als Arschloch bezeichnet, auch wenn es vielleicht jetzt so rüberkommt. Ich hab dich. Das ist wie jetzt letztens gegen Gronkh, Unge und Ei Blabli. Grüße gehen raus an Herrn Solmecke. Liebe. Ich bin nämlich nicht derjenige, der hier stundenlang Also kein Spaß, ich mag den wirklich super gerne, den Herrn Solmecke. Ich finde ihn toll. jemanden versucht, zu irgendwas zu zwingen oder zu irgendwas zum Reden zu bringen. Warum zwingen? Du hast mich die ganze Zeit irgendwelche Sachen gefragt, wo du gemeint hast, dass du irgendwelche geilen Infos bekommst. Meinst du, ich bin bescheuert? Du hast mich doch hier hochgezogen, Rainer. Ich habe dich hochgezogen, weil ich ursprünglich wissen wollte, wer du bist. Ich habe dich nicht gebannt, weil es unter meiner Würde ist. Also war das. Ja, es ist natürlich immer noch unter seiner Würde, Leute zu bannen. Zwinker, Zwinker. Alles ein Masterplan von dir, dich hier von mir verarschen zu lassen, oder wie? Mich verarschen zu lassen? Ich habe mich Ja. köstlich amüsiert. Richtig amüsiert, du hast ja Lügengeschichten ohne Ende erzählt. Richtig, und weiter? Und damit hast du ja bestätigt, dass du gelogen hast. Okay, pass auf. Richtig und weiter. Das war doch gerade die Ich sag dir Bestätigung, jetzt dass du einfach nur genau eine gelogen hast. Sache. Mann, Ich habe dir gerade schon gesagt, unfassbar. Also. du musst mir beweisen, dass es Lügen sind. Seht ihr, und da ist eben, da hinkt das ein bisschen. Da hinkt das ein wenig. Annette hat mir gestern noch irgendeinen tollen Spruch gesagt. Nicht alles, was hinkt. Verdammt, ich kriege nicht mehr frei. Verdammt. Egal. Da hinkt das auf jeden Fall ein wenig, ne? Du musst mir beweisen, dass ich lüge. Nee, das ist Quatsch. Du musst beweisen, dass du die Wahrheit sagst. So läuft es überall. Gucken doch gerade Ich habe 260 gerade Leute auf richtig Twitch gesagt, zu. ich habe dir gerade richtig Geh doch mal gesagt, auf meinen Twitch-Kanal und guck das ist mir zu. egal. Ich weiß, dass du auf Twitch streamst. Das wusste ich von Anfang an. 260 Leute haben gerade gehört, wie du gelogen hast, mal wieder. Wieder mal gelogen. Ich sagte richtig. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass du nur Einfach das nur glaubst, was ich dir erbärmlich. sage. Das ist doch Ganz nicht ehrlich. erbärmlich. Das, was du abziehst, ist erbärmlich. Du Also, kommst hier rein, du einfach beleidigst nur mich. Du erbärmlich. verarschst mich seit Stunden. Merkt ihr, wie cool er bleibt? Das tangiert ihn alles gar nicht. Und ich habe einfach ein bisschen mitgelabert. Und weiter? Also, Du meiner willst Meinung mich nach vorführen. bist Du du hier willst mich einfach nur. vorführen und beleidigst mich. Ich habe dich nicht ein einziges Mal beleidigt. Nicht ein einziges Also, ich Mal. kann, ich ohne Spaß, ich pack's echt. Wie er gerade im Vorsatz noch gesagt hat, ey, das klingt vielleicht so, als wenn ich dich Arschloch genannt hätte. Und der Satz danach ist, ich habe dich nicht ein einziges Mal beleidigt. Okay. Ich Dann habe gedacht, du hast verstehe dich ich geändert, nicht. aber du bist immer noch Dann der gleiche verstehe. arrogante Lügner Ich bin wie letztes arrogant. Jahr. Ich bin arrogant. Arroganz nennst du das? Ja, Was machst du natürlich. denn? Was machst du denn seit über einer Stunde? Meisterschaft im Was machst Messerwurf. du denn Alter, seit über Rainer, du einer hast vielleicht Stunde? mal ein Messer fallen lassen, aber doch kein Wie Messer gesagt, geworfen. beweis mir das Gegenteil. Also, ich bitte dich.
Kampfsport 6 Jahre. Weißt du, was ich richtig geil finde und was ich gerade feiere? Ja, was denn? Dass du getriggert wirst durch mich. Ja, nee, getriggert bin ich noch nicht, aber... Du bist die ganze Zeit getriggert. Ey, komm, du klatschst dir mit den Händen aufs Bein. Du bist voll angepisst, Mann. Das merkt man doch. Händen aufs Bein, weißt du, klatsche ich mir. Oder von mir aus gegen die Hand oder gegen den Arm oder gegen das Bein, was weiß ich. Auf jeden Fall hört man die ganze Zeit irgendwelche Hintergrundgeräusche mit deiner Hand. Vielleicht machst du auch ganz unanständige Sachen, wer weiß. Kann auch sein. Für eklig genug halte ich dich auf jeden Fall. Und ja. Rainer nennt das, wenn jemand anderes sich woanders anfasst, eklig. Er hält ihn dafür für eklig genug. Finde ich schwierig, wenn man seine spätere Karriere auf bestimmten Kanälen... ihr wisst. Und dass Rainer auch sagt, ich find's lustig, dass du getriggert bist. Wer war denn jetzt gerade so richtig getriggert? Und versucht das jetzt mit Fake-Lachen zu überdecken. Das war jetzt mal eine Beleidigung. Pass auf. Ich habe hier irgendwas erzählt, ja? Ist richtig. Ja. Ob es Lügen waren oder nicht, kannst du aber nicht beweisen. Du kannst nur sagen, es war Lügen. Nein, das kann doch nicht ernst sein. Das ist so argumentieren Kinder. Es ist nicht mein Ernst gewesen. Es ist eine Tatsache gewesen. Das ist ein Unterschied. Okay, wir machen doch einfach mal eine Umfrage, okay? Jetzt sind hier 5 Leute. Du kannst deine Umfragen vergessen, weil die schreiben natürlich das, was du willst. Das ist genauso, wie wenn ich bei meinen Fans irgendeine Umfrage machen würde. Ja, alle beide. Und die würden auch das schreiben, was ich sage. Einfach deswegen, um dich zu triggern. Ey, das Spiel... Wir machen dieses Spiel seit 4 oder 5 Jahren. Machen wir das gleiche Spiel. Weil nur, dass mittlerweile ich am längeren Hebel sitze und dich triggere und nicht andersrum. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nee, also heute bist du definitiv für mich der Gewinner dieser Unterhaltung. Das hat nichts mit Gewinner zu tun. Ich bin nicht so kleinkindisch wie du und mach. Er ist nicht so kleinkindisch. Beweis es mir. Bin Millionär, beweis es mir. Kampfsport gemacht, beweis es mir. Ich bin nicht so kindisch. Mach hier den Gewinner fest. Also ganz ehrlich, es geht. Ich spiele irgendwie um irgendwas mit dir. Ein Spiel impliziert oder ein Spiel, da bei einem Spiel muss es immer, das sagt ja schon das Wort, das implementiert quasi, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Nö, überhaupt nicht. Es gibt auch Draw. Das gab's letztens erst nochmal, diese Unterhaltung, wo Rainer gesagt hat, dass wenn er sein Bestes gibt, Usain Bolt in einem Wettrennen besiegen würde. Ihr glaubt, das habe ich mir ausgedacht? Nein. Das hat er wirklich so gesagt. Es gibt auch Falls du weißt, was es heißt. Genau. Er weiß es sogar. Respekt. Ja, bisschen habe ich auch. Ja. Rainer zeigt Respekt für jemanden, der weiß, was Draw heißt. Okay. Weißt du, die ganze Zeit bringst du irgendwelche Sprüche und machst irgendwas die ganze Zeit und meinst dir die ganze Zeit, ich check nicht, dass du streamst. Ja, Rainer, ich hab doch am Anfang... Ich schau dir die ganze Zeit zu, ich bin halt unsichtbar, weil ich mich nicht angemeldet habe. Kollege, du kannst mir nicht zuschauen. Ich kann dir zuschauen, wenn ich inkognito bin. Ich muss mich nicht anmelden, um dir zuzuschauen auf YouTube. Ach, Rainer. Ey, auf Twitch. Entschuldigung. Muss ich aber nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich dafür, für diesen hohen Zuschauer. Hast du auch wieder bloß durch mich gemacht. Ja, das ist doch irgendwo erbärmlich. Im Endeffekt habe ich dich wieder mal benutzt. Aber fühle ich deswegen nicht dreckig. Ich habe mich benutzen lassen in dem Fall. Das ist doch, ja im Endeffekt. Das ist auch so ein Ding, ne? Wenn er eben ist, er wirklich einfach so sagt, ja, ich habe dich dafür benutzt. Ja, ich habe mich benutzen lassen. Ja, das macht's besser. Mehrere Jahre. Ich habe von Anfang an gewusst, seit du hier drinnen bist, dass du streamst, weil ich das halt Anfang an zugeschaut habe. Und wie ich schon gesagt habe. Hat er natürlich nicht. Habe. Es ist total lächerlich. Ich habe mich in dem Fall benutzen lassen, weil es mir egal war. Es war eine Zeitverschwendung mal. Ja, fand ich. Aber auch. Mehr war es halt einfach nicht. Eine Zeitverschwendung. Du kommst hier rein und die ersten 2, 3 Worte, die du gesagt hast, waren erstmal eine fette Beleidigung. Aber er kommt da rein und die ersten Worte waren eine fette Beleidigung. Falls ihr Part 1 noch nicht geschaut habt, holt's bitte nach. Es ist lustig. Ich sag euch kurz, wie es war. Rainer hat RBS in den Kanal gezogen und RBS hat gesagt, hi Digga, mit Doppel-G, hi Digga. Für Rainer im Kopf lief es jetzt so ab, du kommst hier rein und das Erste, was du machst, ist eine dicke Beleidigung.
Schwierig. Rainer, was war denn in deinem Leben keine Zeitverschwendung? Also, bist du meine Videos Erfolg? Auf YouTube? Ist es nur seine Videos auf YouTube keine Zeitverschwendung? Sind die Meinungen geteilt wahrscheinlich? Und nicht fair geteilt. Meine Schulzeit, die Spiele, die ich gespielt habe, ob jetzt an der Konsole oder anderswo, die Zeit, die ich mit meinen... Spiele zu spielen ist Zeitverschwendung, aber dafür macht man es ja, man möchte ja Zeit verschwenden. Aber ist es dann Zeitverschwendung? Nee, man fühlt sich ja gut dabei. Nö. Wenn Kumpels in der Disco oder in der Sauna oder im Schwimmbad oder sonst wo verbracht habe. Ich möchte hier kurz auf seinen Blog hinweisen. Das haben die zwei schönsten Frauen und die zwei schönsten Stimmen im Game. Und zwar die wunderschöne Lamedel und die wunderbare Anne de Mulle haben gestern angekündigt, diese Blogs vorzulesen und zu reacten. Leute, das werde ich mir sowas von geben. Auf der Cloud, exklusiv. Im Prinzip ist das Einzige wirklich, was ich mache, die einzige Zeitverschwendung, die ich wirklich sehe, ist dieser ganze Blödsinn, den ich mir sogar noch freiwillig antue. Der Unterschied zwischen dir und mir ist nur, dass ich mir lediglich... Dass der einen Schulabschluss hat. Kannst du dir nicht ausdenken. 4 Stunden davon mal gib, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder von mir aus 4-mal im Jahr. Okay. Und du das ungefähr, fast immer machst. Aber das ist auch wieder so ein Ding. Warum ist das denn für uns Zeitverschwendung? Wir haben ja Spaß daran. Warum ist es für Rainer keine Zeitverschwendung, ein Anime zu schauen? Aber für uns Zeitverschwendung, sich ein kommentiertes Video anzusehen? Das ist doch beides unterhält. Und meist ist es ja so, dass ihr dabei jetzt entweder einschlaft oder am Zocken seid oder so. Wo ist denn das Zeitverschwendung? Man fühlt sich doch unterhalten. Man kann ein bisschen mitschmunzeln und so. Das ist doch wichtig. Und zwar das ganze Jahr über. Ich habe ja auch kein Leben quasi, ne? Warum sitzt du denn bitte um 4:43 Uhr, Entschuldigung. Warum sitzt du denn um 4:43 Uhr hier im Stream? Kleiner Funfact, Rainer saß um 4:43 Uhr auch da. Rainer, weil wir hier uns unterhalten, hier auf Juno. Ist doch lustig. Und weil ich mich jetzt endlich um meine Twitch-Partnerschaft bewerben kann. Und das auch so ein Ding. Das verstehe ich nicht, wie sich diese ganzen Drachis das gefallen lassen können. Rainer streamt, was weiß ich, morgens um 11. Mit 30, 40 Zuschauern. Mit seinen Drachis. Hochgeschätzt jetzt, ne? Wenn er Mitgliederchat anhat. Sagen wir 15 Leute. So, und dann kommt jemand rein, spendet irgendwie 99 Cent und schreibt irgendeinen Blödsinn rein. Leute, macht das übrigens nicht. Ja? Und dann sagt er, ja, warum hat der denn Zeit, hier zu sitzen und den Stream zu gucken? Er ist so arbeitslos. Dass er im gleichen Atemzug mit dem gleichen Satz all seine Zuschauer beleidigt. Ich weiß nicht, ob ihm das nicht klar ist oder ihm einfach nur egal ist. Ich weiß es nicht. Weil die sind ja auch da und schauen sich das an. Ja, ich extra mal so ein wenn sie dich bei Twitch annehmen, dann geht Twitch zu Bruch, aber ein Blödsinn. Dann tut mir die Seite leid, das ist kein Blödsinn. Dann tut also mir ganz Seite ehrlich, jetzt schon leid, ganz ehrlich. Ich wurde extra gefragt, ob ich mal einen Stream machen kann mit vielen Zuschauern und tada, muss ich nur noch darauf hinweisen und fertig. Dir ist klar, dass Twitch, wenn sie sich das anschauen, dass die feststellen, was du hier für ein Blödsinn abziehst. Blöd kann man auch sein, also als ob die das so genau angucken. Ich mache ja das in kreativ und kein Problem. Und das ist ein ganz normales Just Chatting, ja? Er talkt. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Wenn du meinst. Also, ohne Spaß, du hast echt keinen Plan von der Welt, Junge. Ich habe keinen Plan von der Welt. Ich bin seit 4 Jahren Streamer. Seit 4 Jahren Streamer auf YouNow. Ne, nicht auf einer Plattform, wo man sich Streamer nennen dürfte, wie zum Beispiel Twitch. Auf Twitch wäre man Streamer. Weil die haben ein Regelwerk. Und jetzt wisst ihr auch, warum Rainer da nur 1-2 Mal gestreamt hat und dann lebenslang gebannt wurde. Weil die halt ein Regelwerk haben. YouNow hat sich halt komplett einen feuchten Kehrig um alles gekümmert. Deswegen
war da auch diese eine Szene um Yandablau zum Beispiel auf so einem, auf so einer Plattform drauf. Weil die das halt nicht gejuckt hat. Ich mache seit 4 Jahren genau den Blödsinn, den du gerade gemacht hast. Junge. Nur, dass ich nicht hergehe und andere Leute für mich arbeiten lasse, sondern ich selber arbeite. Eigentlich erzählst du immer, dass du die, hey, das für dich arbeiten lässt, ne? Entschuldigung, es ist ja keine Arbeit. Aber es ist ja Faulenzen. Geht so. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn ich so Leute sehe, wie zum Beispiel bei Bonjour, Gronkh, Dalukat, Pete Smeat, habe ich Rocket Beans? Rocket Beans gleich als erstes, ne? Die arbeiten. Das ist da Arbeit. Wenn ich mich zu Hause aufs Sofa setze, nichts mache, einfach nur Musik spiele und versuche einzuschlafen, dann ist es keine Arbeit. Nein. Wenn ich die Leute unterhalte und beschäftige, dann kann man das, wenn man möchte, als Arbeit sehen. Doch. Dann gibt es Leute wie, was weiß ich, Donny oder Vlesk. Es gibt halt viele. Ja, die arbeiten das. Aber die machen auch was. Aber im Gegensatz zu dir, der jetzt hier reinkommen muss und mit mir hier reden muss, um sich interessant zu machen, kann ich fett, faul und hässlich auf meiner Couch sitzen und streamen und habe trotzdem mehr Zuschauer als du jetzt gerade, wenn du sagst, du hast 160 Zuschauer. 260 Zuschauer habe ich. Oh, Entschuldigung. Dann hast also, du halt 10 Zuschauer mehr als ich normalerweise. Wahnsinn. Man sollte hierbei nicht vergessen, dass RBS diese Zuschauer auf Twitch hat. Ne, die zählen halt mehr als auf YouNow. Also Rainer, ich will dir ja nichts sagen, aber ich habe oft mehr Zuschauer auf Twitch als du auf YouNow. Herzlichen Glückwunsch und weiter. Die Plattform ist ja auch ungefähr 10 Mal größer. Ich würde sagen, mein Stern geht auf, dein Stern geht unter, Rainer. Wenn ich auf Twitch streame, habe ich auch mehr Zuschauer. Aber da leckst doch bei dir nur, das ist doch keine... Ja, und weiter? Du musst es ja mal richtig einstellen. Das ist doch der Witz daran, ich habe da auch mehr Zuschauer. Aber selbst wenn es leckt, habe ich Zuschauer. Also ich kann dir gerne... Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich kann sogar mit Scheiße Geld verdienen. Ich kann aus Scheiße Gold machen. Hier muss ich ihm leider zustimmen. Ja, das hat er getan. Du nicht. Weißt, das ist der feine Unterschied. Du kannst aus meiner Scheiße Gold machen. Aber nur aus meiner Scheiße, die du dir klaust. Meine Warum Scheiße kann ich aber selber denn? Zu Gold machen. Ich kann sogar aus deiner Scheiße Gold machen. Du kannst aber nur aus meiner Scheiße Gold machen. Ach, Rainer, ganz ehrlich, ich stelle doch hier die interessanten Fragen. Du antwortest nur. Interessante Fragen. Interessant. Das ist absolut richtig. Der da das Entertainment gemacht hat, war RBS. Interessant für Hater vielleicht. Meine aber Zuschauer werden davon gelangweilt. Wenn du so Probleme hast bei Twitch, ich kann dir theoretisch auch mal helfen mit der Bitrate, wie man das einstellt bei OBS. Ich habe kein Interesse an Twitch. Du streamst doch da öfters. Ja. Kleiner, es war nicht öfters und wie gesagt, er ist da raus. Er darf da nicht mehr streamen. Ihm ist da wirklich die Endbombe geplatzt. Und es sind auch einige andere Sachen vorgefallen. Dränge ich mich irgendwie an? Mache ich irgendwie den Eindruck, als würde ich mich da verbessern wollen? Naja, du bist schon ganz schön... Mache ich irgendwie den Eindruck, als würde ich mich verbessern wollen? Das würde ich eigentlich von jedem erwarten, der irgendwo irgendwas macht. Wütend, wenn du dann wieder offline gehst, weil es nicht klappt und die ganzen Zuschauer wieder schreien. Ich war nur ein einziges Mal ein bisschen angepisst und das war beim letzten Mal, das war alles. Und da lag es hinterher an meiner Einstellung, die ich für YouNow vorher verändert hatte. Was ich bei YouNow auch tatsächlich zugegeben habe und mich entschuldigt habe. Okay. Nein, nein. Ja, das finde ich gut. Also ist mein Kaffee schon wieder leer. Dann mach dir noch rein, komm, schütt da noch einen rein. Mach ich wenn auch. Wenn dir. Also es juckt mich jetzt. Ja. Als wenn es so eine Mutprobe ist, jetzt einen Kaffee zu trinken. Ja, mach ich auch. So, und jetzt trinke ich einen Kaffee. So, und jetzt? Was willst du tun? Ich bin erwachsen, ich darf Kaffee trinken. Kannst du dir das auch nicht ausdenken. Weißt du... Kann doch mal locker reden. Ich persönlich bin echt gespannt, wann das Video auf YouTube landet. Und wenn es auf YouTube landet, dann wird man anders als früher, und du sagst, ich habe mich nicht verändert, anders als früher wird man keinen Hater, keinen Drachenlord sehen, der von Hatern verarscht wird. Okay, diese Reaction kommt jetzt Jahre später, viele Jahre später. Und Rainer hatte natürlich recht. Wir haben keinen Drachenlord gesehen, der verarscht wurde. Nee, hat er recht.
Das muss man ihm, ne? Minus 5 Punkte für die hier und plus 5 für Reini. Und sich aufregt, sondern man wird lediglich einen Drachenlord sehen, der sich vernünftig argumentiert, der ganz normal mit dir redet, während du ihn immer wieder mal subtil oder weniger subtil beleidigst. Das ist alles. Das stimmt. Im Endeffekt, eigentlich kann man sagen, nur einmal Drachenlord, ich würde zweimal maximal. Drachenlord führt ABS vor. Nö. Man könnte, der Videotitel ist es mir ziemlich egal, aber man könnte zum Beispiel ein Video draus machen, wo man sagt, Drachenlord mal anders. Ja, so könnte ich das nennen. Nee. Nee, mach ich nicht. Aber du bist doch nicht anders, du lügst doch genauso wie sonst auch. Ja, eben deswegen, ja. Nur, dass ich es nicht beweisen kann, ja, ich kann es nicht beweisen, ja. Es ist egal, ob ich lüge oder nicht, es geht nicht darum, was ich sage, es geht eher darum, wie ich mich verhalte. Heute, fassen wir mal zusammen, ist er ein wenig obdachlos, ein wenig führerscheinlos, die Unwahrheiten sind gleichbleibend, vielleicht ansteigend sogar, ja. Wenn er nach vielen Jahren mal ein Resümee ziehen will, starke Leistung. Ich gebe zu, es hat lange gedauert, bis ich das gerafft habe. Aber der Großteil darüber, warum ich gehatet werde, ist tatsächlich der, dass ich mich so habe vorführen lassen und so assig verhalten habe. Dass du dich so assig verhalten, da gebe ich mir recht. Vorführen lassen? Nein, auf keinen Fall. Nee. Assiges Verhalten, da würde ich ihm recht geben. Es geht größtenteils, abgesehen von ein paar von deinen Zuschauern und vielleicht noch ein bisschen anders, dieses Grüße gehen raus an der Stelle an meine ganzen Zuschauer. Ja, Grüße gehen natürlich hier auch raus, ne, an die ganzen Zuhörer, Zuschauer, innen, lel. Und natürlich auch an die Leute, die damals bei RBS zugeschaut haben. Zwinker, zwinker. Oh, jo, Grüße von mir auch. Von Rainer werdet ihr auch gegrüßt, ja? Guck, geht doch. Inferno Gott, Alfred 1510. Wandtelmann. Grüße von mir auch an euch. Wie auch immer, alles was er sagte, nur besser. Wie auch immer. Ich gehe mal davon auch aus, dass er auch euch besser gegrüßt hat als ich jetzt. Ja? Wenn er besser grüßen kann als RBS, grüßt er auch besser als ich. Ganz klare Sache. Das Einzige, was ich mittlerweile gerafft habe, ist, dass ich mich lediglich nicht aufregen sollte, dass ich gechillt bleiben sollte, normale Stimme, normale Stimmlage. Hat sehr gut funktioniert. Ihr werdet mich niemals... Na, komm, egal. Nicht schreien, nicht aufregen. Aber wir wissen doch, dass du das nicht bist. Das ist doch das... Das ist genau der Witz. Das war ich immer schon. Ich habe mich nur früher, warum auch immer, ich weiß es bis heute... Rainer war schon immer so. Rainer hat sich noch nie aufgeregt. Er war schon immer die Ruhe in Person. Schon immer. Er war schon immer... Jetzt kriege ich auch langsam ein bisschen Mettfalten. Nicht warum. Ich habe mich nur früher mehr hinreißen lassen. Ich habe mich früher zu ernst genommen auf YouNow. Oder auf YouTube. Oder auf Twitch. Es war aber nur damals. Es ist heute gar nicht mehr. Es war auch nie im realen Leben der Fall. Ich habe schon immer über mich selber lachen können. Gerade im realen Leben hat er viel über sich selber lachen können. Immer wenn da Besucher vor der Haustür standen, Junge, war Rainer gechillt und hat gelacht. Ne? Man kennt ja viele Videos, wo Leute vorm Tor standen. Und man weiß natürlich heute, dass Rainer sich da scheckig gelacht hat. Ne? Der hat sich nie aufgeregt, nie. So ist er nicht. Ne, das ist nicht seine Art. So war er früher mal. Ja. Und Rainer hat sehr viel gelacht. Ja. Guck mal, da schreibt einer auf Lachschon, dass ich heul. Dabei heule ich gar nicht. Rainer, du hast Tränen in den Augen gehabt. Also bitte, du hast nicht geweint. Ich habe nicht geweint, ich habe nur geschwitzt. Also, wirst du heute Abend wieder nur schwitzen? Oder? Das war das Augenschwitzen. Sehr schön. Mache ich auf dich den Eindruck, als würde ich heulen? Mache ich auf dich den Eindruck, als wäre ich sauer oder traurig? Ja, schon, tatsächlich. Ein bisschen angemettet bist du schon.
Ich bin überhaupt nicht angemeldet. Ich meine, wenn du jetzt darüber so bin ich da. Das angemeldet, wie ihr das sagt, übrigens eine extrem dämliche Bezeichnung. Eigentlich nicht. Matt kam eigentlich von Matt. Ne? Aus dem Englischen Matt. Das hat Rainer noch nicht verstanden. Und als er es irgendwann verstanden hat, hat er schon viel zu oft Matt gesagt. Und so hat sich das etabliert. Finde ich total lächerlich. Und Warum? Jetzt, das Geile ist jetzt versuchst du auch noch mit der Aussage, ich bin angemettet und traurig und wütend. Das ist doch ein trauriger Versuch, jetzt mich dumm dastehen zu lassen, obwohl ich überhaupt nichts mache, obwohl ich nichts sage, obwohl ich nichts tue. Ja, das stimmt. Also sorry, ich wollte dich gerade mit dieser einen Aussage, wollte ich dich dumm dastehen lassen. Aber nur dieser eine. Weißt du, deinen Sarkasmus kannst du dir sparen. Was ist denn Sarkasmus? Das, was du gerade gemacht hast, ist Sarkasmus. So zu tun, als würde man jemandem recht geben, in diesem Fall jetzt. Ich bin gerade ein wenig erschrocken, dass er da wirklich, dass er es wirklich verstanden hat. Okay. In diesem Fall jemandem recht geben und ihn dabei gleichzeitig versuchen, lächerlich zu machen. Ja. Das war jetzt in deinem Fall der Sarkasmus, den du angewandt hast. Und das hast du heute ungefähr 10 Mal gemacht oder 20 Mal gemacht und ich habe nicht darauf reagiert. Ja, 23 Mal. Weil ich es nicht für, ja, von mir. Ja, von mir sagt das. Das hat er wieder nicht verstanden. Das kannst du nicht ausdenken, Bruder. Das 23 Mal, wenn du unbedingt meinst, mitgezählt zu haben. Und übrigens sehr jämmerlich, wenn du mitgezählt hast. Ja. Also wenn einer mitzählt, ist es sehr jämmerlich. Warum? Wenn du da wirklich mitzählst, immer fünfmal mehr echt, als das Jahr echt, einer. Dann hast du echt immer. Immer fünfmal. Ja, plus 5 Punkte für RWS, würde ich sagen. Mein Mitleid tatsächlich. Dann hast du echt mein Mitleid, wenn du da mitzählst. Nee, aber also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Rainer in der Lage ist, Mitleid zu empfinden. Bin ich ganz ehrlich. Für sich selbst, also Selbstmitleid, ja, natürlich. Für andere weiß ich nicht, ob ihm da die Empathie nicht fehlt. Fünfmal mehr als das Jahr. Immer fünfmal mehr als das Jahr. Naja, dann rechne mal 15 mal 18, dann hast du mich aber ganz schön oft angeblich vorgeführt. Fünf mehr fünf als mal. Das Jahr. Du hast gesagt fünfmal mehr. Richtig, fünfmal mehr als das Jahr. Ja, das heißt fünfmal 18 in dem Fall. Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, Wahnsinn, ey. Eine Intelligenzbestie hoch 10 und sowas wir studiert haben. Da hat er ihn, wie er sich jetzt gerade fühlt, ne? Wie er sich jetzt gerade richtig fühlt. Junge. Und ich bin in der Sonderschule gewesen. Also wenn du studiert hast, dann bin ich Alfred Hitchcock. Was? Das ist, ohne Spaß, wenn ich auf viel gekommen wäre, aber nicht auf Alfred Hitchcock. Wobei, das wäre eigentlich geil. Wer bist du? Was ist denn das, Alfred Hitchcock? Wenn du mir nicht zuhörst, bist du selber schuld. Das ist ein Schauspieler oder was? Oh mein Gott, so viel Dummheit auf einen Haufen. Eigentlich ist das nicht mal falsch. Alfred Hitchcock hat in jedem seiner Filme kurz mitgespielt. Wenn Rainer dieser Filmkenner wäre, der vorgibt zu sein, würde er das wissen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Hat das mit Shakespeare zu tun? Ja, und jetzt deinen Sarkasmus wieder anwenden, ne? Anwenden, ne? Warum? Also, was heißt denn hier okay, Sarkasmus anwenden? Dann frage ich mich jetzt, warum hängst du dich so sehr darauf auf, dass ich einen Schulabschluss habe und du nicht? Das ist doch nicht schlimm. Ich daran überhaupt nicht auf. Ich habe dich gerade nur verarschen wollen. Ach so, sorry. Dann bin ich da voll drauf. War ich vielleicht ein bisschen zu dumm dafür, Entschuldigung. Aber Sonderschüler sind immer so dämlich. Das finde ich gemein. Das würde ich niemals behaupten. Ach, egal. Lassen wir's. War nur Schrabadabba, oder? Hätte ich gesagt. Grüße und Liebe gehen raus an dieser Stelle. Du meinst? Dann würde ich sagen, komme ich bald wieder. Zweifellos. Hättest du wieder Zeit? Wenn du meinst. Dann komme ich bald wieder, bezweifle ich. Wie oft er den schon gebannt hat und er immer wieder kam. Aber er bezweifelt immer noch, dass er wiederkommt.
Wie viele unschuldige Schwaben schon gebannt wurden von diesem Teamspeak? Nur weil Rainer glaubte, es könnte RBS sein. Bruder. Sag mir so, wie lange du versuchst, mich zu triggern. Nee, also wann hättest du wieder Zeit? Bis du begreifst, dass das keinen Sinn hat und ich mir eigentlich mehr Spaß draus mache. Und dass ich hinterher wahrscheinlich besser dastehe als vor dem Stream. Und du wirst es erst hinterher merken. Nein. Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Rainer. Früher habt ihr es geschafft, mich zu triggern. Ich bin ausgerastet, das wurde hochgeladen. Und Leute, die sich das angeschaut haben, Leute, die nichts damit zu tun hatten oder nichts davon wussten, oder vielleicht davon wussten und sich das nur über das Met, wie ihr es nennt, angeschaut haben, haben sich daran aufgegeilt, ja? Oder haben gedacht, was ist denn das für ein Vollidiot, schreit da rum, beleidigt rum und alles. Das schreiende Haus. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Nein, nie wieder hat er das von da an getan. Zwinker, zwinker. Und wenn jetzt Leute das anschauen, die neutral sind, die das noch nicht wissen oder so, oder auch vielleicht... Leute, wenn ihr euch das anschaut und neutral seid, dieses Video ist vor vielen Jahren entstanden. Jetzt blicken wir nochmal 2 Jahre zurück, was da so passiert ist. 2, 3 Jahre. Ja, er hat das nicht mehr gemacht. Lell. Ihr... Zwar jetzt nicht auf der Hater-Seite, aber auch nicht auf der Fan-Seite stehen, sondern einfach zwar ein bisschen das Verfolgen, aber relativ neutral. Die werden sehen, dass ich auch anders sein kann. Und das, obwohl ich dich mit dem Bewusstsein, dass du bist, hier reingezogen habe. Ja, diese Leute werden das sehen. Dieses Video hier ist der Beweis. Das war echt cool. Also und da muss ich echt sagen, Respekt. Von. Ja, also, und was habe ich mich dieses Jahr nicht? Was mache ich dieses Jahr nicht? Mich verändern? Hast dich nicht verändert. Die Szene hat sich schon Anfang, Ende letzten Jahres geändert. Anfang, Ende letzten Jahres, ja. Wir wissen, wie es heute aussieht. Schwierig. Eigentlich schon Mitte letzten Jahres. Es hat sich nur ein bisschen gedauert. Es hat nur ein bisschen gedauert, Entschuldigung, für die Formulierung. Es hat nur ein bisschen gedauert, bis es realisiert wurde und bis ich vor allem selbst realisiert habe, dass es sich ändern kann. Und vielen Dank für deine Erkenntnis. Es ist definitiv richtig. Es funktioniert. Ja, es funktioniert definitiv. Also ich denke, bald geht langsam wirst du vorwärts. Keine Hater mehr haben. In langer Sicht. Hater hat man immer. Hater werde ich immer haben. Zeit meines Lebens, wenn ich YouTube weitermache. Es gibt immer ein paar Menschen, die einen nicht ausstehen können. Aber das ist okay. Das ist so. Das ist richtig. Habe ich auch. Es gibt noch eine Menge Leute, die mich nicht ausstehen können. Aber man sollte auch denen ihre Meinung gönnen. Ne? Jeder sollte seine eigene Meinung haben. Aber ich kann dafür sorgen, durch mein Handeln, dass es nicht so viele Menschen sind, wie es bisher waren. Oder dass es weniger werden. Oder dass es vielleicht mehr Zuschauer werden, aber dadurch die Menge der Hater vielleicht zurückdriftet. Ich will nicht behaupten, dass die zukünftig kommenden Zuschauer Fans werden. Kann ich nicht dafür garantieren. Aber selbst wenn sie keine Fans werden, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie keine Hater werden. Schwierig. Sehr schwierig. Wenn du dich anständig verhältst, dann klappt das ganz bestimmt. Wenn man sich anständig verhält, klappt das auch normalerweise. Natürlich hat man Leute, die mögen einen einfach nicht. Die mögen deine Stimme nicht, die mögen deine Art, deine Witze nicht und so weiter. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Wenn wir alle das Gleiche mögen würden, wäre es ja langweilig. Aber Regel Nummer 1 nochmal, sei kein Arsch. Ne? Den Rest kannst du eh nicht ändern. Bin ich mir sicher. Aber du solltest halt wirklich nicht so viel, weil... Was sollte ich nicht? Du hast geleckt, was? Nicht so viel lügen, Rainer, weil im Endeffekt... Weißt du, wie ich schon... Dann wirst du mal sehen, was richtiges Lügen ist, wenn ich hier loslege. Lell. Sagte, glaub doch, was du willst. Mit aber das Freundin, mit dem Messerwerfen, mit dem Bogenschießen, mit dem Kampfsport. Darüber macht ihr euch seit Jahren lustig. Und ja, du ja auch. Und weiter? Aber das ist, sind doch nicht, es gibt doch kein Wir, das denkt sich doch jeder, weil du nicht beweisen kannst, was du da für einen Schwachsinn laberst. Und genau, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich sehe nicht eine Notwendigkeit dafür, es zu beweisen.
Okay. Das ist genau das, worauf ich schon seit bestimmt 10 Minuten hinaus will. Ich sehe aus meiner Sicht keine Notwendigkeit dafür, irgendwas beweisen zu müssen, was ich sage. Glaub es mir oder glaub es mir nicht. Das ist der einzige Punkt, auf den ich hinaus will. Es ist mir egal, ob du es mir glaubst oder nicht. Ja, das ist ganz schön smart. Gut. Ich bin gleich nochmal da, Sekunde. Was? Sekunde? Geht jetzt runter und Bandenpaar, oder was? Das hat er, glaube ich, wirklich gemacht. Er ist in einen anderen Raum gegangen und hat da Leute gebannt. Hat gerade noch erzählt. Na komm, ist egal. Auch runtergehen. Und wir gehen alle runter. Buddy was moved to your channel. Sag dir doch, ich komme gleich wieder. Oder wolltest du jetzt runtergehen und hast schon aufgegeben? Nee, ich habe gedacht, wir gehen einfach alle jetzt runter. Weil nee, ich wollte Cola nur fragen, ob er rauf wollte und nicht reinkommt, aber er kommt so normalerweise ran. Ich dachte, da ist ein Fehler in den Einstellungen, das ist alles. Er hätte ihn auch da reinziehen können. Als Besitzer des Servers hast du diese Möglichkeit, einen Raum, auch wenn er voll ist, trotzdem Leute da reinzuziehen. Das geht. Er hätte dafür nicht den Raum verlassen müssen. Das ist Quatsch. Ja, nee, war ganz nett. Ich fand es auch echt gut. Also, ich fand es echt unterhaltsam mit dir. Es war, ja. Ich wünsche dir auch echt, also wie gesagt, ich wünsche mir persönlich mehr Vlogs. Vielleicht ab und zu ein Kochvideo, weil die sind auch immer ganz spannend. Und, ja, keine Ahnung, einfach. Wer diese Kochvideos von Reini schon mal gesehen hat, man hat in diesen Kochvideos nur Reinis Gesicht gesehen. Die zu dem Zeitpunkt öffentlich waren. Man hat nur Reinis Gesicht gesehen, nichts anderes. Mal. Ja. Weiß nicht, ja, ich weiß nicht, wie genau ich es sagen soll, aber. Doch, bleib einfach so, wie du bist, dann passt es schon ansonsten. Trifft es eigentlich ganz gut. Ich bleibe nicht, wie ich bin, oder zumindest ich zeige mich nicht so, wie ich bisher war. Das ist der beste immer bessere Nein, Aussage. So, das ist. Wenn ich mich so weiterhin zeige, wie ich bisher war, dann würde ich ja nur dir und allen anderen einen Gefallen tun, die. Was er dann auch getan hat, ne? Mich haten. Und, habe ich euch lange genug getan. Und er tut's noch sehr viel länger. Sehr, sehr viel länger. Angenommen, ihr seht dieses Video 2025 oder so. Ich glaube nicht, dass sich bis dahin irgendwas geändert hat. Okay. Gut. Dann möchtest du noch irgendwas zu meinen Zuschauern sagen? Das Recht bleibt mit. Was? Das Recht bleibt mit. Okay. Achso, und Metal Off natürlich. Metal, Leute. Hey, ist meine Verabschiedung. Metal On heißt es. Metal on. Sayonara Matane. Bis bald, euer Adieu. Regenbogenschaf. Ade, bleib Liebe. Hier. Ja, Leute. Damit sind wir am Ende von Part 6 und 7. Von uns aus gesehen von Part 4. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich hoffe, ihr schlaft schon. Leute, ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen. Oder im nächsten Stream, ne? Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Metal Love.